Wir sind heute wieder sondeln in dem Wald, wo die ganzen Silbermünzen kamen. Und ich habe hier gerade einen Wehrmachtsknopf gefunden. Diese Knöpfe mit diesen vielen kleinen Punkten vorne dran. Und ich habe hier noch ein Signal. Ziemlich hohes. Ich habe Kopfhörer auf. Was ist das denn jetzt? Mal gucken, was wir da haben. Etwas höherer Leitwert. War ein bisschen am Springen hoch. Verarschen wir was? Hier ist es. Da, noch ein Knopf. Noch so ein Wehrmachtsknopf. Sehr gut. Sehr interessant. Nach so kurzer Zeit schon wieder Wehrmachtsknöpfe. Das fängt doch schon mal wieder sehr gut an. Keine Ahnung, was das ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Steht da eine Strophe? Ich glaube nicht. Wie viele von den Knöpfen hast du gefunden? 4 oder 5. Wie? Was ist das? Keine Ahnung. Das werden wir schon noch rausfinden, was das ist. Okay. Aber hier liegen ja interessante Sachen. Wonach sieht das für euch aus? Also für mich sieht das aus wie was richtig Cooles, was ich jetzt nicht aussprechen möchte. Aber ich werde jetzt mal die Kamera aufsetzen und das live für euch ausgraben. Ich glaube, das ist was richtig Cooles. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, wenn das das ist. Das habe ich mir mal wieder gewünscht, so was. Jetzt mal seitlich noch ein bisschen angraben und wenn es sich bestätigt, hole ich die anderen. Ja, das ist einer. Ein Wehrmachtshelm. Ja, macht Sam. Das sieht aber noch gut aus. Preußensondler. Komm her und rate. Das ist ein Helm. Warum? Weil ich es denke. Wie hast du das erraten? Hatte sie das so im Kopf? Willst du doch überhaupt wieder? Klar. Warte mal.
Wieso sollten schon wieder warten? Immer muss ich warten. Dass der Kopf noch drin ist, du. Ach, Quatsch. Naja, du bist gut. Guck mal, hier sind auch zwei Löcher. Ja, aber gerade nach unten ist doch der Kopf nicht drin. Naja, wenn der Leichnam drin ist. Hier ist verbrannte Erde, Alter. Na ja, sag ich doch. Na, weißt du, was das heißen kann, dass die hier drinnen Sachen drin geschmissen und verbrannt haben? Oder? Da ist was drin. Erkennungsmarke ist manchmal drin, oder? Also da wurde auf jeden Fall drinnen was verbrannt, guck mal. Ja, so eine. Der ist drinnen verbrannt. Ja, dann sieh ihn. Also irgendwas steht hier drauf. Pinpoint daneben. Irgendwas steht hier drauf, musst du selber ja? gucken. Ja, guck mal. Das ist so eine schwarze Schrift. Das ist vom Essen so ein Ufreis-Ding. Meinst du, das ist altdeutscher Sieg? Ja. Dann legen wir mal hin, das war dazu. Bloß du den erstmal. Schade, warum haben sie denn den verbrannt, Alter? Der sah so gut aus. Der ist so nur gut. Warte mal, guck mal da drin. Ist das Ding noch drin? Nee. Naja, der ist schon noch gut, aber... Boah, ist der schwer. Hat auch einfach was gegessen hier. Die hatten vielleicht genug Helme und haben den für das Lagerfeuer genommen. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Glocke. Also der M32 oder wie der heißt. Das sieht man an den gebördelten Rand. Hier ist einfach nur ein großer Rostklumpen dran. Der ist gar nicht jetzt kaputt. Nee, nee. Der ist noch gut. An dem Abstand hier, der 42er oder der 40er, da ist das kürzer, das ist kleiner. Das ist der ältere noch. Also von der Glocke nachgebaut. Das war's? Oder ist da noch was? Nee? Eigentlich nicht, nee. Geh mal rüber, da auch Erde war. Nimm den mal weg. Also hier drinnen sind große Signale. Ja? Alles voll. Kann das sein, dass da noch mehr liegen? Na, willst du schon mal graben? Ich mach mal ein paar Fotos. Hier die Bürste. Na, Mone, ich brauch dann mal die Kamera. So komisch die Löcher. Das ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass ihr einen Helm findet, außer... Also als ich... Ey, geil, wo hast du den gefunden? Da, in dem Loch. Cool. Da muss ich auch einen Film von drehen, ja? Gratuliere, Sonic. Schöner Fund. Richtig geiler Fund. Schau. Hast du schon einen... Ja, du hast schon einen kompletten Helm, ne? Ja, aber nicht so gut. Meiner ist ja... Aber Sonic, bei dem muss... Also, ich...
Neben dem Helm lag jetzt noch irgendwas. Ist jetzt leider schon ein bisschen dunkel, aber wir machen gleich mal Licht. Jetzt sieht aus wie ein Anhänger oder sowas. Komm mal her mit dem Licht. So ist gut. Halt mal die Kamera. Bürste das mal, mal sehen, was das ist. Sieht aus wie Schmuck oder so. Sieht aus wie ein Anhänger, ne? Aus Silber oder eine Taschenuhr. Kettenanhänger, jetzt ist da ein Foto drin. Ja, das kann man nicht mehr erkennen, wer da mal drin war. Was hat er denn wieder für ein Problem? Wahrscheinlich ein Wildschwein hier sehen. Leuchte mal und lass mal hier die Sache weitermachen. Der Preußensondler. Also wenn der Wildschweine sieht, dann rennt er immer ganz schnell durch den Wald. Dann fällt der Detektor runter und dann muss er den wieder kleben. Ja, lieber ein Wildschwein als noch ein Nisse, wa? Was ist das? Naja, auf jeden Fall ein sehr schönes Schmuckstück. Zeig mir nochmal an der Seite. Könnte den Soldaten gehört haben. Geht das auf an der Seite? Nee, ne? Ich glaube, da war ein Bild drin. Jetzt packe ich auf jeden Fall weg. Ist aber leer. Oh. So leer ist es nicht, denn Anemone fand eine Münze. Eine gute? Das wissen wir noch nicht. Ist extrem dünn. Zeig mal. Müssen mitleuchten. Ich mache einfach heller. So. Wo ist das denn hingeplumpst? Stimmt das schon, ja. Da rechts da unten. Da ist es. Ja, irgendein cleanes Objekt. Sieht aus wie so ein Schild. Hier sind so Löcher drin, als wären da mal so Steine drin gewesen oder so. Oder auch nicht. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Schild. Keine Ahnung, was das ist oder wozu es mal gehört hat. Aber sieht sehr schön aus. Hm. Ausmachen. Hey, da. Ein Fuß? Ja, ein Fuß und hier ist die Sohle vom Fuß. Und das da oben ist auf jeden Fall Edelweiß. So ein Wanderer-Ding oder was? Nee, Edelweiß haben nur Soldaten gekriegt. Nee, das ist auch in Bayern bekannt, sowas. Ja. Das sind aber muss nicht unbedingt Krieg sein. Edelweiß haben immer Kriegsrückkehrer bekommen. Das ist in Bayern, wie er das schon richtig sagt, in Bayern ist das, gibt es Einheiten, die das Edelweiß haben. Das ist ja geil, da hängt ja noch was dran. Ne? Ja, hier ist noch der Schuh. Oder kann sein, schau mal, das ist wieder mal ein geiler Fund. Das ist, ja, gut, das ist jetzt aber nicht militärisch. Das, ne? Das ist eine Mütze mit einem Edelweiß auf der Stirn. Eine Mütze ist es, genau. Ja, stimmt, das ist eine Mütze. Achso, ich dachte, das ist klar. War. Nee. Aber da ist ja die Nadel noch dran. Ja. Mach mal ab, dann ist das Verletzungsrisiko. Die Mütze? Was ist denn für eine Mütze? Ja, und ein Wanderstock. Ja, Wanderstock. Ja, ist ein total geiler Fund. Wa? Für kannst du den mal ein bisschen Obis bürsten? Gib dir mal die kleine Bürste. Zeig mal, das ist eine. Den Schuh. Ja, den brauchen wir ja hier, ne? Der war hier oben drauf, glaube ich. Damit das mal innen drin im Hutinneren mal so ein bisschen sauber ist. Ich glaube, der war hier drauf. Ja. Ein bisschen Angst hattest du gerade, Jungs? Nein. Das mal ausgepustet, okay? Ist was abgebrochen? Nee, wir wissen, ob das. Der lag daneben oder was? Bronze ist. Ist ja cool. Innen drinne. Hat bestimmt jemand verloren. Meinst du? Nee, abgemacht, weil es edelweiß war. Und zwar zu weiß. Genau. Ja, manchmal ist ja, da ist man sich ein Schmuckstück überdrüssig und dann schmeißt man es weg. Kommt, ja, und du hast was gefunden. Ich so, ja, ich zack. Und biegt das Ding hoch. Ah, abgebrochen, kaputt. Ja. Da freut man sich. Das war so klar. Das ist immer, einfach nur fassungslos. Das ist immer so klar. Das ist so, so ein natürlicher Reflex, dass man das gerade biegen will, ne? Hätte das eingeweicht, wäre es wieder beweglich. Ja, da muss man sich auch immer extrem beherrschen. Wa? Ich bin ja auch so ein Bieger. Ich habe ihn dir versauchschönert. Nee, war dein Pinball so zerstört. Können wir uns mal beeilen, weil ich möchte hier weitermachen. Es ist doch nur eine. Hier sind NSDAP-Schildgruppe. Was haben wir denn da jetzt an? Und das? Zerbröselt in der Hand. Alter, bin geflucht, Junge. Ja,
Ja, man will das einfach, man will das gerade haben. Das war da. Nee, das war hier. Ja, dann leg das mal bitte hin, ich mache ein Foto. Warum? Gut. Weiter geht's. Nee, interessante Funde kicken, heute Nacht. Damit du das andere Ding noch, was hier fehlt, offensichtlich. Bis zum nächsten Foto. Ich kann ja nicht weitermachen. Geht alle weg. Ich glaube, ich habe einen Ring gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das ist einer. Ich will mir noch mal kurz den Leitwert angucken. Nicht so super. 65er Leitwert. Das ist auf jeden Fall ein Ring. Aber ein ganz kleiner. Mal bürsten. Was hat der für eine Farbe? Guck mal, hier vorne war was dran. Ein Stein oder so bestimmt. Ich muss ja schon sagen, dass der leicht golden aussieht. Es steht auf jeden Fall was drin. Weißgold oder so. Oh, da steht aber viel drin. Da steht alte Schrift drin. Innen drin ringsrum. Na, den müssen wir erstmal ein bisschen reinigen. Und dann werden wir da mal ein Foto von machen. Auf jeden Fall ein sehr cooler Fund, dass wir hier mitten im tiefen Wald noch einen Ring finden. Ich habe jetzt hier ein großes, tiefes Signal, mega tief weit unten. Und da habe ich verbrannte Reste rausgeholt, so verbrannte Kohle oder sowas. Hier sieht man es. Und da ist auch so was ringförmiges. Hier sieht man, es ist wie so ein Kreis. Hat, aua, hier ist Draht dran. Es hat so ein bisschen die Form wie ein Eimer. Ja, ich musste das auf jeden Fall ausgraben. Das ist zwar total tief und groß, aber ich musste wissen, was das ist. Ich werde jetzt die Ausgrabung live nicht filmen, weil der Akku ist fast alle. Ich mache die Kamera jetzt aus und wenn ich das Ergebnis gesehen habe, dann mache ich die Kamera wieder an. Also seid gespannt, was das ist. So. In diesem extrem tiefen Loch war nichts drin, außer Müll. Eine Autofelge, ich habe das wieder zugeschüttet. Und jetzt haben wir hier was gefunden. Ein cooles Messer, Taschenmesser. Und ein bisschen Bürsten. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Könnte aber vom Pilzsammler sein, wa? Ja. Von aus, weil es noch nicht so alt aussieht. Aber trotzdem ein guter Fund. Taschenmesser sind immer gut. Schöne Dinger. Steht hier da drauf? Nee. Nee. Das ist jetzt. Hier. Mal sehen, was nachkommt. Die Arten sind so keine Arten. Ja. Lass mal gucken, ob du die schon mal gesehen hast. Ja, wir brauchen Licht. Warte, ich kann volle Telotte machen. Hat der Preußensonder auch mal was gefunden mit seinem tollen Detektor. Das ist die Batterie alle, warte, ich kann man. Nee, das kann nicht sein, oder? Aber doch. Aber doch. Jetzt will ich auch noch einen Batteriewechsel machen. Was hältst du davon, wenn du die Münze etwas reinigst? Ja, kann ich ja machen, während du. Oder filmst du schon? Ich filme schon. Ach so. Ja, kann ich machen, warte. Weil authentisch ist immer besser. Mhm. Dein Gesicht und so. Das wollen ja die Leute sehen, die kennen dich ja schon. Hier, mein Freund, ey. So, hier. Guck mal. Hör mal auf damit. Nicht ins Gesicht leuchten. Warte mal, lass mal. Hin. Also so. Wie wir sehen, hat der Preußensonder endlich mal eine Silbermünze gefunden. Das ist ja ein schönes Freund. Und die ist echt schön.
Das ist so eine Ostmark. Nee, das ist keine Ostmark. Das sehe ich. Nee, das ist schon Ostmark cool, ist Alter. Die also, du kannst mir glauben, ich kenne die Ostmark. So eine Münze habe ich noch nie gesehen. Ich kenne die auch nicht. Heik zu Hause. Und da ist auch ein Adler drauf hinten. Ja, dann bürste die mal bitte ein bisschen. Und auf dem Ostjet waren generell keine Adler drauf. Doch. Nein. Doch. Guck mal her. Nee, das ist ein alter. Ach, das ist die kenne ich. Das gab 25. Also den Adler kenne ich, ja. Aber die Münze? Der Adler erscheint mir eher Weimarer Republik zu sein. Was ist denn das für ein Datum? Du hast mal Reich? Ach, 1912. Siehst du, so alt ist die ja nicht. Von 1912. Aber ich habe trotzdem noch nie gesehen. Sehr schön. Na endlich, nach Monaten des Sonnens ohne Fund. Endlich. Ihr seid ja alle ganz dicht. Ich hab da gefunden, Leute. Kann ich mal sehen? Nein, eigentlich nicht. Na, ich wollte mal eine Aufnahme machen, aber die geht irgendwie nicht. Naja, die ist auch ganz schön platt schon, also flach. Nee, das Licht ist das Problem. Ich hab gedacht, dass die älter ist. Musst du von der Seite. J. Musst du von der Seite machen. Ich mach mal ein Foto, damit man das auch mal sehen kann. Kannst du ein bisschen mit leuchten, damit wir besseres Licht haben? Ich will ganz kurz was zeigen. Ich habe hier gerade was Schönes gefunden. Eine Kondomdose. Also Duplosan Kondomdose. Und ich habe die aus dem Boden genommen und dann fiel die mir so auseinander. Und dann kam der Kondom raus. Und da kann man ihn sehen. Diese Reste von Kondom. Diese... Ja, man kann jetzt so ein bisschen sehen hier diesen Kreis. Also da ist wirklich nicht mehr viel übrig. Ich hole ihn mal raus. Das ist der Kondom. Ah. Das, was übrig ist. Ein Wehrmachtskondom. Richtig. Was der Sonic und die Anemone nachher noch benutzen. Richtig. Mit Schrift, mit verzierter Schrift. Ich packe ihn wieder rein. Und dann stecke ich ihn ein. Der nächste unglaubliche Fund. Ich weiß nicht, ob jemand sowas schon mal gemacht hat. Sieht man das alles gut? Man sieht das hier, das sind vermutlich Wildschweinhaare. Oder Borsten. Und hier sieht man, das ist ein Wildschwein-Scheiße. Und da drin ist das Signal drin. Ich beweise es euch. Hier. Also das Wildschwein hat Metall gefressen und das ist wirklich ein guter Leitwert. Ich schwenke es mal rüber. Oh, ich kann es ja nicht. Meine Kopfhörer habe ich ja auf. Ich muss mal gucken. Ja, also der ist auf 60, der Leitwert, und das ist ja schon richtig schön. Ich traue mir nicht ganz, so mit der Hand aufzumachen. Ich mache das jetzt mit meinem Grabungsmesser. In der Scheiße drinne ist der Leitwert. Oh, das ist Schmuck. Echt? Oder was? Nee, das ist eine Wurstpelle. Da haben die Schweine die Wurstpelle gegessen. Das ist ja mal ein Fund. Ja, da sieht seht man das. Schlecht, ist so hell. Ja, so ist besser. Ja, gut. Da sieht man's. Da seht ihr mal, was die Wildschweine alles essen müssen. Hier im Wald. Ein Wurstpellenverschluss. Also diese Metalldinger, die sie da machen, rumkneifen, um die Wurst zu verschließen. Sehr interessant. Und das ist noch nicht lange her, das ist noch warm und weich. Sehr gut, oder? War bestimmt das Wildschwein, das ich da eben gehört habe. Nehme das auch mit. Was? War bestimmt das Wildschwein, das ich da eben gehört habe. Das könnte es gewesen sein. Ich habe auch schnell mal gekackt und ist weggegangen. Wie heißt das? Schwaditzka? Babutschka. Nee, was denn? Zählt nicht. Ja, das ist nicht mehr da. Das kam mega laut drin. Da ist es.
Hey, weiß es nicht. Nein, du darfst filmen. Ja, ich dachte mir, dass das hier vielleicht an der Wand da wurde. So. Ja, nimmst du jetzt mal die Kamera. Yeah. Moment. Ah, es ist etwas von der Hitlerjugend. Steht drauf HJDAV, nee, DAF, Deutscher Arbeiterfreund. Ihr könnt leider nicht genau erkennen, was da steht, aber das werden wir sicherlich gleich alles wissen. Siehst du, immer wenn der Preußensondler weg ist, finden wir was, ne? Ja. Das ist ein schlechtes Omen. Der muss umgebracht werden. Gut, den auch verbuddeln, das stimmt. Was haben wir hier, den Hersteller? Was? Der Hersteller Reichsverband Nummer 59 Pforzheim. Mhm. Mhm. Sehr cool. Das ist ja ein geiler Abschluss jetzt noch, ne? Wir wollten gerade einpacken und dann laufe ich über dieses Signal. Also heute war wirklich ein ganz besonderer Sammeltag. Deutsche Arbeiterfront. Deutsche Arbeiterfront. Wir haben so viel gefunden heute. Der Helm kam heute. Eine Mona hat einige Münzen gefunden. Was habe ich denn überhaupt gefunden? Ja, nichts. Ein Ring. Das ist von der AJ, ja. Die haben hier. Preußenländer hat Silberring. Silbermünze. Also, wir haben richtig schöne Funde heute gemacht. Und damit endet diese Sonderfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.